Vor 20 Jahren zog meine Mutter zu ihrem zweiten Ehemann aus der Stadt aufs Land. Der Sprung aus der Großstadt Hannover in die Landgemeinde Uetze war ein glücklicher Volltreffer. Raus aus der großstädtischen Anonymität, hinein ins ländliche Leben. Kirchenchor, Nachbarschaft, Freundeskreise, die Kinder und die Familie bescherten den beiden ein reichhaltiges, aktives Leben. 10 Jahre später starb ihr Mann unerwartet. Als Witwe lebte sie nun alleine in ihrem Häuschen, versorgte den Garten, einen zugelaufenen Kater und sich selbst. Ich fragte mich, welche Möglichkeiten hat sie? Was lässt sich in der Landgemeinde Uetze unternehmen, um heraus und unter Leute zu kommen? Um mehr über das Seniorenleben auf dem Land zu erfahren, bat ich den Bürgermeister der Gemeinde, den Seniorenbeirat von Uetze und die Pastoren der Kirchgemeinde, mir zu erklären, wie es mit der Seniorenarbeit in Uetze aussieht. Zum Gespräch mit Bürgermeister Backeberg traf ich mich im Rathaus. Ja, guten Tag, Herr Backeberg. Wunderbar, dass Sie uns hier empfangen. Und sagen Sie, Herr Backeberg, eine Frage. Was bietet die Gemeinde Uetze mit ca. 21.000 Menschen, davon ein Viertel Senioren, was bietet die? Was kann die den Senioren hier auf dem Land? Keine Stadt, keine großen Kinos, keine Theater, keine Oper. Was bieten sie den älteren Menschen? Also zunächst mal bieten wir Ihnen ein Umfeld, in dem man sich wohlfühlen kann. Also wir sind eine ländliche Gemeinde mit entsprechenden Möglichkeiten für Naherholung, für Spaziergänge, für entspanntes Leben, für angenehme Wohnverhältnisse. Das ist schon mal, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, dass man, wenn man vielleicht sein ganzes Leben in der Stadt gearbeitet hat, hier dann zum Ende des Lebensalters, in einer letzten Lebensphase dann auch zur Ruhe kommen kann. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man sich überlegen muss, wie definiert man Alter oder wie guckt man auf das Alter? Und ich glaube, da gibt es eine entscheidende Veränderung in den letzten Jahren, dass wir Alter nicht mehr als Krankheit und Behinderung interpretieren dürfen und müssen, sondern dass wir eine junge Generation von Alten haben. Wir sind ja auch schon Und wir fast sind ja, alt. ich bin Genau. das letzte Mal erstmalig schon wahlberechtigt gewesen für einen Seniorenbeirat. Ach. Also gehöre ich ja selbst zu der Gruppe, die Sie gerade angesprochen haben. Und mit diesem Blick auf diese Generation haben wir Orte der Begegnung geschaffen, indem wir gesagt haben, die Menschen kommen, wohnen hier, die sind aber noch gut drauf, die haben noch ein unglaubliches Potenzial an Kreativität, an Zeit. Und wie gelingt es uns, diese ehrenamtlich einzubinden? Und dazu haben wir, wie gesagt, Orte der Begegnung geschaffen, wo wir ganz bewusst darauf setzen, dass sich nicht nur eine Altersgruppe trifft, sondern dass da auch eine Vermischung stattfindet zwischen Jung und Alt, zwischen noch berufstätig und nicht mehr berufstätig, um dann für die Gemeinschaft entsprechend tätig zu werden. Das heißt, die Gemeinde Uetze stellt so etwas wie ein Dorftreff zur Genau. Verfügung. Also Sie betreiben das oder Ja. es wird betrieben. Also die Gemeinde finanziert das. Also wir finanzieren die Gebäude, wir stellen die Gebäude zur Verfügung, aber das, was innerhalb des Gebäudes abläuft, das wird ehrenamtlich organisiert, selbst organisiert. Das haben wir in Hennigsen mit der Kunstspirale, die da entsprechende Angebote macht. Und das ist in Uetze hier im Familienhaus. Da gibt es natürlich professionelle Unterstützung, das ist ganz klar. Aber da ist der Seniorenbeirat im Wesentlichen tätig. Und in Dolbergen hat sich das entwickelt aus einem sogenannten Integrationstreff, als wir seinerzeit die Flüchtlinge aufgenommen haben, dass wir dort eine Anlaufstelle geschaffen haben. Und das ist untereinander vernetzt. Wir nennen das ein Wissensnetz, wo sich dann die Menschen austauschen können, Erfahrungen austauschen können, um dann für die Gemeinschaft tätig zu werden. Dass man sich zum Kaffeetrinken trifft, aber auch, dass man da in dem Fall Sprachförderung macht, Hausaufgabenhilfe, alles, was man so in dem Umfeld, was Jung und Alt zusammenbindet, dass man das da erleben kann. In Hennigsen ist die Jugendpflegestation da, der Jugendtreff ist mit integriert, dass es dort immer eine Verbindung zwischen Jung und Alt gibt. Also der nächste Punkt ist ja, jetzt gibt es eine Veranstaltung in Hennigsen. Ja. Und ja, wie erfahre ich davon, wenn ich in Edemissen, in Eelze wohne, Ja. wie erfahre ich davon?
Und wie komme ich da hin? Das ist mir völlig schleierhaft. Also ich bin ein älterer Mitbürger, habe den Führerschein vielleicht schon abgegeben. Und dann? Was passiert da? Man kann die Mobilität nur aufrechterhalten, wenn man auch ein Fahrzeug hat. Also wir sind ganz stark natürlich auf den Individualverkehr angewiesen und können uns nicht verlassen auf den ÖPNV. Da ist natürlich nicht so ausgebaut mit 10-Minuten-Taktung wie in einer Großstadt. Aber wir haben natürlich auch trotzdem einen ÖPNV, der im Stundentakt die Dörfer miteinander verbindet, sodass man natürlich untereinander sich bereisen, besuchen kann. Aber es wird natürlich schwieriger, als wenn man in der Stadt ist. Man braucht dann Unterstützung. Ich habe noch keine Veranstaltung erlebt, wo jemand nicht kommen konnte, weil er kein eigenes Fahrzeug hatte, sondern das kann man organisieren, das wird organisiert. Dafür gibt es ja diese Treffs, um sich bei solchen Dingen abzusprechen, um dann auch dahin zu kommen, wo man hin will. Dafür gibt es die Ehrenamtlichkeit, die dann notwendig ist, um die kommunale oder städtische Infrastruktur, die nicht vorhanden ist, auszugleichen. Das ist klassisches Subsidiaritätsprinzip. So funktioniert das. Aber wie gesagt, der Punkt der Mobilität, ich hörte, da gibt es so ein Projekt Mitfahrbänke. Genau. Das ist das eine. Aber das andere, die Kooperation. Also ich gehe da in den Aushangkasten der Stadt Uetze am Hindenburgplatz und dann sehe ich, aha, im Familienhaus findet das unter statt. Sehe ich auch, dass in Henigsen etwas stattfindet? Ja, natürlich. Also das wird erstmal, gibt es sowas heute auch auf dem Dorf, sowas wie Internet. Es gibt das Internet. Das darf ich ja mal sagen. Nein, also es gibt doch gar kein Internet. Mit guter Ausstattung und wenn man natürlich ein Bild einer alten Bevölkerung hat, als wenn die nicht in der Lage sind, am Computer zu sitzen und sich zu informieren, ist das natürlich falsch, weil das heute sehr stark genutzt wird. Also es gibt eine Plattform, auf der Gemeindeseite zum Beispiel, wo dann die entsprechenden Angebote auch veröffentlicht werden. Es gibt auch eine regelmäßig zweimal in der Woche erscheinendes Mitteilungsblatt, das ist so ein Werbeblättchen. Da sind die Informationen drin, sodass über das, was in der Gemeinde abläuft, in den einzelnen Dörfern der Gemeinde alle eigentlich gut informiert sind und informiert sein können. Zum Abschluss noch eine Frage. Ja. Naja, da ist eine ältere Dame, verwitwet, allein lebend in ihrem Haus, die Familie, die Kinder leben im Dorf anbei oder, also sie ist schon familiär eingebunden, aber nichtsdestotrotz alleine in ihrem Haus. Morgens, mittags, abends alleine essen, zwischendurch kommt mal der Sohn zum Besuch. Was können Sie einer solchen Dame empfehlen? Was macht die? Ich kann dir immer nur sagen, nicht sich zu Hause einschließen, sondern rausgehen. Dahin gehen, wo andere auch sind. Wo? Ja, ich habe dir das ja gesagt. Es gibt Dorftreffs, es gibt Cafés, es gibt Möglichkeiten, sich auszutauschen. Man kann auch in nähere Ortschaft, man kann nach Burgdorf fahren, man kann nach Lehrte oder Peine fahren. Ja, das Dorf bietet alles Mögliche, aber man kann darüber hinauskommen. Was wir nicht haben, wenn Sie darauf anspielen, das weiß ich nicht. Was wir nicht haben, ist sowas wie aufsuchende Altenbetreuung. Ne? Dass man sagt, wir haben einen kommunalen Sozialdienst, der dann sich die Adressen sammelt von denen, die dann nicht mehr ganz so mobil sind und die vielleicht auch auf den Besuch angewiesen sind. Das gibt es in der Form nicht. Wie früher gab es ja so Gemeindeschwestern oder sowas ähnliches, das gibt es nicht. Dafür gibt es ja die professionellen Dienste. Aber ich glaube, hier muss keiner, wenn er sich ein bisschen auch bewegt, muss keiner wirklich allein sein. Dafür gibt es noch die dörflichen Strukturen und die ländliche Gemeinschaft, die das aufhängt. Herr Backeberg, das stimmt so nicht und Sie wissen das auch. Alleinstehende ältere Mitbürger, die auch aufs Geld achten müssen, weil es ist nun mal ein bisschen knapp, die können es sich nicht leisten, jeden Tag in ein Restaurant, in ein Café zu gehen und dort zu frühstücken und zum Mittag zu essen. In die Altenheime können die auch nicht gehen. Da sind nur diejenigen gestattet sozusagen. Die können da nur hingehen, wenn sie dort... Das haben Sie aber eben nicht gefragt, sondern Sie haben gefragt... Also was machen ältere Mitbürger, wenn sie nicht alleine essen müssen? Naja, Sie haben gefragt, die haben eine Szenerie aufgemalt und haben gesagt, es gibt eine alte Dame, da ist noch Familie anbei, die ist zwar nicht mehr jeden Tag da, aber die ist noch offensichtlich noch ganz gut mobil, was soll die machen? Und da habe ich Ihnen die entsprechende Antwort drauf gegeben.
Sie haben nicht gefragt, gibt es genug Finanzmittel, damit die Dame auch jeden Tag auswärts frühstücken kann und auswärts essen kann. Das ist ja auch nicht das Szenario, das wollen wir doch mal sagen. Ja, darum geht es nicht. Es geht darum, wo kann jemand, wenn er älter ist und alleine ist, gemeinschaftlich essen? Gibt es das? In den Altenheimen ist das nicht möglich. Naja, wir haben... Tag ins Restaurant zu gehen, ist ja auch nicht gemeinschaftlich. Ja, so ist das. Das ist ja nicht eine Situation... ich glaube, Sie gucken da aus städtischer Perspektive ein Stück weit drauf. Das ist hier eine andere Situation. Wir sind hier, ich habe es am Anfang geschildert, wir sind hier auf dem Dorf, wir sind hier auf dem Land, wo es andere soziale Bezüge gibt, wo es natürlich, das wäre ja falsch zu behaupten, es gäbe es gar nicht, wo es natürlich auch Einsamkeit gibt, das gibt es überall, wo es natürlich auch Leute gibt, die nicht so mobil sind und die entsprechende Unterstützung brauchen. Das ist ja unbenommen so, dass es das überall gibt. Aber die Frage ist ja, in welchem Umfeld findet das statt und gibt es Möglichkeiten, wie man das organisiert? Und da gibt es zunächst mal auf dem Land die Möglichkeit der nachbarschaftlichen Hilfe. Und die ist vorhanden und die wird auch genutzt. Okay, also wir gucken uns das nochmal später an mit den anderen Gesprächspartnern, ja, inwieweit dieses Alleinsein und in Gemeinschaft sein, inwieweit es da entsprechende Möglichkeiten gibt, fließende Übergänge zu schaffen. Also herauszukommen aus den eigenen vier Wänden und mit anderen Menschen sein zu können. Ich bin gespannt. Ja, vielen Dank. Gerne. Bitteschön. Vom Rathaus aus fuhr ich zum Familienhaus, um dort den Seniorenbeirat zu treffen. Guten Tag. Vielen Dank, dass Sie uns hier empfangen im Seniorenbeirat der Gemeinde Uetze. Wir sind im Familienhaus und in eurem Saal, in dem ihr euch zu Arbeitssitzungen immer trefft. Frau Guderian, Sie sind die Vorsitzende des Seniorenbeirats in Uetze. Ich bin die Vorsitzende des Seniorenbeirats der Gemeinde Uetze. Ich bin schon in dem dritten Seniorenbeirat und im Juni 2016 wurde ich als Vorsitzende für diesen Seniorenbeirat gewählt. Von wem wurden Sie gewählt? Von den Seniorenbeiratsmitgliedern. Und der Seniorenbeirat selber wird gewählt von den Menschen hier in der Gemeinde? Von den Bürgerinnen und Bürgern ab 65 Jahren. Das heißt, immer wenn eine Gemeindewahl ist, dann wird auch der Seniorenbeirat separat auf einer Liste gewählt? Der wird extra gewählt, der Seniorenbeirat. Ja, und was macht der Seniorenbeirat? Können Sie da mal ein Beispiel geben? Also wir machen Veranstaltungen, zum Beispiel zum Fit im Auto. Wir haben Veranstaltungen für die Vorsorgevollmacht. Jetzt haben wir einen Handykurs. Okay. Sagen Sie, kann ich als älterer Mitbürger hier einfach herkommen zu Ihren Sitzungen? Dazu haben wir zweimal im Jahr eine öffentliche Sitzung. Okay. Da werden die Bürger angesprochen, da werden Referenten eingeladen und das macht die Gemeinde selbst. Vielen Dank. Ja. Frau Redersen, Sie sind vom Seniorenbeirat diejenige, die als Ansprechpartnerin zur Verfügung steht. Also Sie bieten Gespräche an. Also Menschen kommen dann hierher ins Familienhaus oder in die Kunstspirale nach Henigsen oder in den Dorftreff in Dolbergen? Also der Seniorenbeirat bietet Sprechstunden an in Dolbergen, jeden zweiten Dienstag im Monat. Das ist dort in dem TSV-Heim, Sportheim. Da haben wir einen bestimmten Raum zur Verfügung gestellt bekommen und da kann ich dann die Sprechstunden abhalten. Wir haben aber auch Sprechstunden in Henigsen, in dem Dorftreff dort, das ist dann jeden dritten Dienstag im Monat. Und was wird da besprochen? Also was sind das für Fragen, mit denen Sie da konfrontiert werden? Wir können also eigentlich zu allen Themen, die die Senioren in der Gemeinde interessieren, etwas sagen, können aber auch jederzeit verweisen auf Institutionen, die ihnen weiterhelfen können. Wir haben also zig Adressen, was das angeht. Und
Was ganz interessant für die Senioren immer ist, das ist natürlich das Thema Patientenverfügung. Und da haben uns auch schon einige aufgesucht. Und das ist also auch immer etwas, was sehr aufwendig ist. Herr Winkler, als Senior, was macht man denn hier in der Gemeinde? Was gibt es für Möglichkeiten? Insbesondere, was macht man in der Gemeinde? Also Sie als ein älterer Mann. Ja, das können Sie da was sagen, erzählen? Das ist äußerst schwierig als Mann. Die sind doch in der Minderheit bei irgendwelchen Veranstaltungen und sowas. Das sieht man bei dem Frauenfrühstück Frühstück in einem Dorftreff in Hennigsen. Können Sie noch mal zeigen? Was ist das? Das ist ein Frühstück, morgen, jeden Dienstag morgens um 9 bis 12 ist das. In Hennigsen? In Hennigsen, da ist auch die Sprechstunde, auch zu diesem Zeitpunkt, wo die Damen da frühstücken. Der einzigste Mann hat aufgegeben. Der kommt nicht mehr. Und wir vom Seniorenbeirat, ich gehe da mal hin, der das sonst immer gemacht hat mit seiner Frau zusammen, der ist letztes Jahr verstorben und habe ich jetzt so das Kaffeekochen, Tischdecken mit ein bisschen übernommen. Das ist eigentlich so das Haupt, was in Hennigsen ist, für Seniorinnen. Senioren ist da weniger. Ansonsten die ganzen Vereine, Hennigsen hat ein schönes Freibad, Uetze auch. Da kann man sehr im Sommer sehr gut nutzen, die Freibäder. Ansonsten die Vereine, es gibt sehr viele Vereine hier. Und die anderen, SOVD, DRK, die bieten genau diese Veranstaltungen, die wir auch teilweise anbieten, bieten die auch an. Dann gibt es Busfahrten, Kaffeenachmittage, gibt es überall. Von jedem Verein bietet sowas an, ist nicht nur der Seniorenbeirat. Okay. Aber wir haben das sehr forciert, das Ganze mit diesen Kaffeenachmittagen. Wir unterstützen Tanzgruppen. Tanzgruppen gibt es auch? Ja, Tanzgruppen gibt es in Hennigsen. Die sind alle, ich würde sagen, alle über 80, die da tanzen. Ja, sind ungefähr so 15 bis 20 Leute. Waren wir auch zur Weihnachtsfeier unterstützt. Diese Weihnachtsfeier haben wir da gesponsert. Also es gibt schon viele Möglichkeiten hier. In Uetze weiß ich jetzt nicht so ganz genau, was sie noch so anbieten. Oder in Hennigsen gibt es schon viel. Nachtwächterwanderung gibt es. Genauso hier in der Gemeinde. Gibt es hier irgendwas eigentlich im Familienhaus, was da so gemacht wird hier in Uetze? In Uetze selbst sind wir wenig. Wir sind zwar hier im Familienheim, wenn wir uns treffen, aber sonst bin ich sehr wenig in Uetze, richte mich mehr nach Hennigsen. Und ja, Hennigsen kann ich nur sagen, dass wir da eben diesen, wie nennt er sich, Dorftreff und die Fahrradwerkstatt haben, wo einiges gemacht wird, dass hier Leute hinkommen können ihre Fahrräder heile machen lassen oder selber mithelfen. Ja, sonst haben wir Spielenachmittage. Wenn das, ja gut, machen die Senioren, sind teilweise sogar aus dem Wohnstift die Leute dabei, die Heiminsassen. Die sind da sehr gerne, es wurde ja glaube ich auch mal eine Buslinie dafür eingerichtet, dass wir vom Heim direkt einsteigen können und da vor dem Dorftreff aussteigen können, dass eben die Wege leichter sind für die. Ne? Danke, Herr Günther. Bitte schön. Frau Heim, an Sie habe ich eine ganz spezielle Frage. Ich weiß nicht, ob Sie da mir weiterhelfen können. Und zwar, ich stelle mir vor, alleinstehend, verwitwet, Frau ist weg, hab ein Häuschen, meinen Garten bestelle ich, aber auch immer meine Treffs, kann da hingehen und dorthin gehen. Aber im Grunde genommen bin ich alleinlebend. Wo kann ich noch mal mit Leuten zusammen essen und frühstücken? Ich habe keine Lust, alleine zu Hause zu sitzen und zu frühstücken. Ich möchte irgendwie unter Leuten sein. Was kann ich da machen? Ich kann also nur für meinen Ort Uetze sprechen. Und da kann ich sagen, dass es Vereine und Gruppen und Interessengemeinschaften gibt, die immer eine Veranstaltung haben. Aber es ist kein Frühstück dabei. Da gibt es nur bei uns im Haus der Kirche von der Kirchengemeinde aus ein sogenanntes Montagsfrühstück. Das ist aber nur einmal im Monat und da kann jeder, der das weiß und Lust hat und dem das gefällt, kann dorthin gehen, eine Stunde lang mit uns frühstücken und hinterher bieten wir irgendetwas an, entweder vom Thema her, vom Film her, von einem Beitrag her. Also da sind wir offen und vielseitig. Das ist das Einzige, was ich sagen kann mit Frühstücken und gemeinsam und nicht einsam sein. Hey, und das läuft in Uetze.
Wenn ich jetzt aber in Dolbergen wohne, erfahre ich das, dass in Eelze am Montag was ist, am Dienstag wäre jetzt in Hennigsen was. Wo erfahre ich das? Ich gehe davon aus, dass das eigentlich immer aus der Zeitung zu entnehmen ist. Was die Veranstaltungen anlangt, die in den verschiedenen Orten sind, ja, da sind Flyer unterwegs, da gibt es Anschläge. Und das hilft immer noch am besten, sich vor einen Anschlag zu stellen und das aufzulesen. Nutzen Sie eigentlich die Mitfahrbank? Also das ist ja ein neues Projekt, dass man so hin und her fahren kann zwischen Uetze und Dedenhausen. Uetze und Eelze, gibt es das bei Ihnen inzwischen? Das habe ich Gott sei Dank nicht nötig. Nicht. Wir sind noch selber beweglich. Okay. Aber ich weiß, dass es das gibt, vor allen Dingen von Dedenhausen her. Die haben ja diese Sitzbank. Wer da sitzt, darf mitgenommen werden oder erwartet, mitgenommen zu werden. Wir haben in Eelze ein Angebot von einer Ideengruppe, die also einen Fahrdienst anbietet. Da kann man sich kurzfristig melden. Fahrt ihr wieder nach Uetze einkaufen, darf ich mitfahren. Gibt es das? Das gibt es bei uns, ja. Ah. Und wird auch angenommen und es ist auch schön. Wie, was muss ich da machen? Da brauche ich nur eine bestimmte Nummer wählen und dann steht fest, wir treffen uns dann und dann, da und da und wir können dann gemeinsam nach Uetze fahren einkaufen. Ah, okay. Und dann wird auch die Zeit eingeräumt, in der man seine Einkäufe in Ruhe erledigen kann. Ja, lieben Dank, Frau Heim, für diese Infos. Frau Guderian, bei Ihnen hatte ich noch das Projekt mit den Notfalldosen in Erinnerung. Könnten Sie noch mal kurz erklären, worum es da geht? Was ist das? Das ist eine kleine grüne Dose. Da ist ein Formular drin. Das muss man ausfüllen mit Versicherungsnummern, was für Krankheiten vorliegen, welcher Arzt zuständig ist, wie viele Angehörige die nächstliegenden Angehörigen sind. Und dieses Formular kommt in diese kleine Dose. Dann gibt es zwei Aufkleber dazu. Eine kommt an die Tür vorne, an die Haustür oder an die Windfangtür. Dieser zweite Aufkleber kommt an den Kühlschrank. Kühlschrank deshalb, weil in jedem Haushalt ein Kühlschrank vorhanden ist. Den schreibt man hin, Schrank, gibt es viele Schränke im Haushalt. In den Apotheken unserer Gemeinde sind die dann käuflich zu erwerben. Okay, und wenn dann irgendwas zu Hause passiert, dann weiß man, ich gehe zum Kühlschrank und da steht dann diese Dose und da ist alles die Blutgruppe drin. Aufgeführt und da ist aufgeführt, ja. Wann sind sie geimpft worden. Jawohl. Und welche Problematiken drin, hat derjenige. Was der Notfallarzt wissen muss. Ah, okay. Die Notfalldose, die ist ja echt praktisch. Super, danke schön. Frau Möller, Sie machen den Seniorenbeirat von der Gemeinde aus. Sie betreuen die älteren Mitbürger hier. Wie ist da Ihre Arbeit? Was sind Ihre Funktionen? Ja, also ich bin die Teamleitung für den Bereich Kita, Familie und Senioren und wie der Name schon sagt, damit auch zuständig für den Seniorenbeirat. Und ich bin die Schnittstelle zur Verwaltung. Das heißt, wir sind erster Ansprechpartner für Frau Guderian und für die engagierte Arbeit des Seniorenbeirats. Sie haben ja gehört, was Sie alles machen, ob das die Notfalldose ist, die sie so schön beschrieben hat, oder ob das Informationen sind zu seniorenrelevanten Themen wie beispielsweise Diabetes im Alter. Da organisieren sie ganz viele Veranstaltungen und wir stehen im Hintergrund und unterstützen an der Stelle, damit sie so eine gute Arbeit machen können. Auf der anderen Seite sorgen wir auch für die Vernetzung. Das heißt, wir bieten Kontakte zum Beispiel zum Senioren- und Pflegestützpunkt, der hier auch vor Ort eine Sprechstunde hat. Und zu meinem Bereich gehört halt auch der Bereich Familie und damit auch das Familienhaus und damit die Angebote hier in Uetze aus dem Familienhaus, aber auch der Dorftreff in Hennigsen, der ganz viele Angebote auch für Senioren hat. Vielen Dank. Frau Wichmann, Sie sind die Leiterin des Familienhauses hier in Uetze am Freibad. Familienhaus, das heißt, Sie sind Kinder. Das ist eigentlich eine Kindertagesstätte hier. Mhm. Das ist das Herzstück, genau. Und drumherum gibt es eben die familienbildenden Angebote und auch, was unser Wunsch ist, ist, die Generationen miteinander zu verbinden. Also der Seniorenbeirat hat sein Zuhause hier bei uns, der tagt bei uns.
Der Pflegestützpunkt ist hier im Haus, die Wohnberatung ist hier im Haus. Das sind die Sprechstunden, die Frau Möller eben angesprochen hat. Ja. Wir haben ehrenamtliche Senioren, die sich engagieren, zum Beispiel als Leseoma. Als Leseoma? Als Leseoma, die kommt dann jede Woche hier und liest den Kindern vor. Okay, lieben Dank. Zum Abschluss war ich noch zu einem Gespräch mit den beiden Pastoren der Kirchengemeinde Uetze verabredet. Frau Kück, Herr Kiebeler, Sie sind hier die Pastoren in der Gemeinde. Also einen Seniorenkreis, gibt es den in der Gemeinde? Und ist das nur für Uetze oder sind die anderen Gemeinden, also kleinen Dörfer ringsherum auch einbezogen? Wie ist das? Aktuell gibt es keinen Seniorenkreis. Wir haben bis vor anderthalb Jahren einen gehabt. Ja. Der war auch offen für jede und jeden, der da kommen wollte. Das war nicht begrenzt auf Uetze City, nenne ich das mal hier. Ne? Der ist von zwei ehrenamtlichen Damen geleitet worden. Das waren im Bereich Seniorenbildungsarbeit. Die haben Referenten und Referentinnen besorgt für jedes Treffen, was da gewesen ist. Das war monatlich. Monatlich? Einmal im Monat? Einmal im Monat. Okay. Und dann gab es zweimal im Jahr auch noch einen Ausflug. Einmal einen halben Tag, einmal einen ganzen Tag. Das haben die wunderbar vorbereitet und sich da ganz viel Mühe gegeben, dass sie immer attraktive Themen auch hatten, die für diese Altersstufe gut geeignet waren. Und die haben das 8 Jahre gemacht, ne, die beiden. Mindestens. Na, vielleicht passiert ja demnächst noch was und es findet sich jemand. Sagen Sie, eine ganz zentrale Frage, der ich nachgehen wollte in diesem Beitrag, ist alleinstehend, verwitwet, eingebunden in die Dorfgemeinschaft, die Familie auch ringsherum, aber dennoch alleine. Und dann ist man allein zu Hause, am Essen, Frühstück, mittags, abends, kommt mal jemand zu Besuch, man geht auch mal wohin, aber generell alleine. Was kann man in einer solchen Situation machen hier in der Gemeinde Uetze? Wo kann man da hingehen? Ins Restaurant oder gibt es auch was anderes? Also es hängt sehr davon ab, wie beweglich jemand ist, der alleine ist und die Familie eben tagsüber aushäusig ist. Ich kenne vor allen Dingen Frauen, die machen jedes Angebot vom VfL Uetze im Seniorensport mit. Okay. Da sind die immer zu unterwegs. Und wenn man dann schon gleich da ist und das morgens um 11:30 zu Ende ist, dann kann man mit den anderen, die da auch sind, dann ja nochmal was essen gehen bei La Rocca oder irgendwo. Mhm. Das hat aber die Voraussetzung, erstens müssen die das schaffen können, bis zur VfL-Halle zu kommen und eben auch so beweglich sein, dass sie Spaß am Sport haben. Also Sport meint bei ihnen Hockergymnastik, also tatsächlich Seniorensport, ne? Wenn jemand natürlich nicht mehr beweglich ist und das beschwerlich ist, weil jemand am Rollator geht oder Rollstuhlfahrer oder Fahrerin ist, dann schränkt das natürlich auch die Kontaktmöglichkeiten sehr ein. Also das ist ein richtiger Aufriss, sag ich mal, irgendwo hinzukommen. Und für die einzelnen Persönlichkeitstypen, das ist ja nochmal unterschiedlicher Aufriss. Die einen sind in ihrem ganzen Leben permanent auf andere zugegangen und haben gesucht nach Kontakten und die haben sich selbstverständlich ergeben. Und andere haben eher darauf gewartet, dass sie gesucht und besucht werden. Und das wird sich im Alter dann auch nicht verändern. Jedenfalls nicht ohne weiteres. Und die haben es tatsächlich schwerer. Da ist auch außer jemanden zu besuchen kaum was möglich. Ja. Naja, und das hängt natürlich auch davon ab, wie die eigene Einschätzung von Alter sich gestaltet. Ich glaube, dass es alles in allem gesehen ein großes Angebot für Senioren gibt, wenn sie da hingehen wollen. Also auch von anderen Anbietern, sage ich mal, als Kirche. Das DRK bietet Seniorennachmittage an, im sportlichen Bereich ist es der VfL. Der SOVD ist sehr gewünscht und gewollt und auch gut besucht mit Veranstaltungen. Wenn ich aber als 80-Jährige der Ansicht bin, da gehe ich nicht hin, das ist alles nur was für alte Leute, dann ist nicht so ganz klar, wer welches Angebot machen soll für sie, dass sie aus der Einsamkeit der heimischen Wohnung rauskommen können. Ja. Ich glaube, das ist ein generelles Problem. Wie ist das zu schaffen?
Wenn Sie dann hier einen Seniorenkreis in der Kirche anbieten, dann glaube ich, ist das schon ein wichtiger Meilenstein, etwas, wo man hingehen kann. Ja? Also dieses, wo man hingehen kann. Also es wäre schön, wenn das wieder zu Wege kommt. Ja, das ist das Geburtstagscafé in Uetze und in Kartensack gibt es ja noch das Kartensack Kirchencafé. Kartensack Kirchencafé? Ja, das ist, so hat sich der Seniorenkreis dort irgendwann mal umbenannt, weil sie fanden, das sei irgendwie attraktiver. Okay. Und jetzt gibt es den oder das Kartensack Kirchencafé einmal alle 2 Monate und da gehe ich künftig allein hin und denke mir vorher was aus. Für mich ziehe ich aus diesen Gesprächen, solange man als Senior aktiv und mobil im eigenen Auto unterwegs ist, gibt es einiges zu entdecken. Wenn das aber weniger wird, wenn die Initiative einschläft, wenn das Gefühl zunimmt, den Nachbarn und Freundinnen eher eine Last zu sein, mit dem Alleinsein, dann werden die Möglichkeiten spärlich. Insbesondere fand ich keine Gelegenheit, die Mahlzeiten gemeinsam mit anderen zuzubereiten und einzunehmen. Zusammen das Seniorenleben zu gestalten, die Alterswohngemeinschaft zu gründen, die Alterslebensgemeinschaft auf dem Bauernhof samt Köchin und Pflegerin aufzubauen, ist und bleibt utopisch. Denn das eigene Haus, das Erbe für die Kinder, ginge dann ja verloren.